Genommen am Journal der Regierung hier Ziel ist es, bis 2030 25% vom Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien aufzudecken. Ein Objektiv, das just erreicht kann gehen, wenn noch genug Handwerker die nötige Ausbildung haben, für die neue Technologien zu installieren oder auch zu reparieren. Neue Kompetenzzentren zu Beteburg respektive Weißwampus sollen die Mission überholen. Der Jan Oris erklärt. 20% von der nationalen Produktion und elektrisch kommt letztes Jahr über Solarenergie, so die spezialisierte Denkfabrik Ember. Proper Energie, lokal produziert. Für allem Großanlagen wie die um der von Heinz van Landeweg um Friedhof, die Haut angeweiht gauf, sollen als Lander punkto Energietransition weiterbringen. 10.200 Meter Kari, ob denen Strom produziert soll gehen, mit dem 480 Städte von 4 Personen über die Tür versorgt können gehen. Anlagen, die nicht ohne den nötigen Know-how können abgeriecht respektive in der Halle gehen, mit das schwer, Spezialisten zu finden, dafür müssen Patronen Personal umschulen. Vom Norden rüber an den Süden, um Karelshof bei Beteburg, ist das im Moment schon der Fall am Kompetenzzentrum. Hier eben die Schnittstelle zwischen dem, was wir politisch wollen, für das da um Terra U könnt. Und für das da um Terra U könnt, brauche ich Leute, um Terra, Bodentruppen. Und die Bodentruppen, die müssen gut ausgebildet sein. An der kannst du Zeit, an dem noch auch Geld, ein Investissement in Zukunft, beim Moment, wo die vier groß sind. Das gibt den ganzen Plan der Formation sektoriell. Den aber auch eine Berufsgruppe mit abschließt, wie just die Handwerker. Weil ein von den Problemen ist auch die Kommunikation zwischen Handwerkern und steckenden Ingenieuren. Jedwein schafft das enge Meck, wir bauen heute keine Häuser mehr, wo jedwein das enge Meck schafft, sondern wir bauen systemisch Häuser, wo das Ganze muss oben hin aufgestimmt sein. Zweite, ich gehe durch, für einen Elektriker fit zu machen, eine Solaranlage zu installieren. On a beaucoup de demandes de nos clients d'avoir des panneaux photovoltaïques parce qu'ils désirent pouvoir un peu économiser dans sa facture mensuelle dans l'électrique et aussi surtout concernant les nouvelles voitures électriques. Le but c'est de pouvoir rouler gratuitement en fait, c'est de récupérer l'énergie pour au moins pouvoir charger ses voitures. Am Atelier Nivdrun wird gerade erklärt, wie Elektrobornen installiert gehen. Ein paar Meter weit lehren Installateuren den Umgang mit Wärmepumpen. Hier ist der Opfer der Punkte Umschulung groß. 32 Stage Formation. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans. J'ai fait la formation qui consiste au brûleur et au chaudière gaz. Et fuel aussi. Bon, après, ce qui est difficile, c'est vrai que c'est une autre technique. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. C'est le métier de frigoriste. Et ce métier, il faut le réapprendre, ça c'est clair. Wenn die nächsten 2-3 Jahre sollen 1.000 Handwerker umgeschult gehen, ein Defi, weil gerade was die Energietransition überlangt, Zeit nicht stehen bleibt.